Herzlich willkommen hier von Dresden-Riesa und herzlich willkommen vom neuen Expert-Fahrplan, den es für die Baureihe 101 und den Intercity-Steuerwagen von TSG gibt, hier auf Dresden-Riesa. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine Runde im Steuerwagen und schauen mal, was uns so entgegenkommt. Ich hoffe, der ICET wird uns auch entgegenkommen, denn der ist jetzt auch im Fahrplan mit eingebaut. Und wir setzen uns einfach mal rein in die gute Stube und fahren los. Hier mit dem Steuerwagen von TSG hinten dran, die Baureihe 101. Und wir stehen hier gerade in Dresden und fahren nach Riesa. So, dann einmal reingesetzt und aufgerüstet. Dazu einmal schon mal den Fahrtrichtungswender rein und die Türen auf der rechten Seite auf. Dann gehen wir mal an die PZB ran und geben die Zugdaten ein. Dafür einmal die Bremsart auf 9 gestellt, Bremshundertstel 180. Zuglänge, müssen wir ganz kurz gucken. Das sind 260 Meter, die wir einstellen. So, 260 und die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke ist 160. Das heißt also, wir geben auch 160 ein. Zugdaten senden. Das hat geklappt, das ist doch fantastisch. Dann gehen wir einmal ganz kurz in die Störungssimulation, denn die würde ich an dieser Stelle tatsächlich deaktivieren. Setzen wir noch einmal ganz kurz alles zurück. Genau, alles deaktiviert. Sehr gut. Und gehen wieder zurück. Es gab übrigens auch ein Update für den Steuerwagen. Und das Expert-DLC, aber dazu gleich mehr. Einmal den Bremsschlüssel auf Entriegeln und wir ziehen mal die direkte Bremse an. Jetzt können wir eine Sache neu machen und zwar, wir können einen PZB und LZB-Test machen. Wir klicken mal drauf. Ja, das scheint wohl soweit zu funktionieren. Das ist dann jetzt im Grunde genommen eine PZB-Zwangsbremsung, die da, glaube ich, simuliert wurde. Ja. Fantastisch, das läuft jetzt im Hintergrund ab. Wir geben in der Zeit schon mal unsere Zugdaten ein. Da wir leider keine Zugnummer hier haben, denke ich mir jetzt was aus, nämlich als Zugnummer. Ja, machen wir weiter. Als Zugnummer haben wir die 2249. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich passt, aber wir machen das jetzt einfach mal. So, können die Türen schon mal auf der rechten Seite schließen. Schließvorgang eingeleitet. Okay. So, und jetzt? Ist der Prüflauf vorbei? Ich glaube nicht, weil das B leuchtet hier. Ah, okay. Jetzt wird die LZB überprüft. So. Das hat wohl auch funktioniert. Aber wir sind immer noch. Ja, doch, wir müssten jetzt eigentlich, glaube ich, durch sein. Genau, die 85 leuchtet wieder, das B leuchtet. Ich glaube, wir sind durch. Das klingt doch hervorragend. Dann machen wir noch einmal die Zugsammelschiene an. So, Zugsammelschiene ist an. Zugbeleuchtung schalten wir dazu und Zugspitzensignale. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, das passt soweit. Der Rest ist auch in Ordnung. Wir setzen uns wieder hin. Wir haben vorne dreimal weiß. Ja, das passt. Und dann dürften wir soweit so durch sein. Instrumentenbeleuchtung schalten wir uns noch ebenfalls dazu. Und können meines Erachtens abfahren. Zwar jetzt schon mit leichter Verspätung, aber ist okay. Wir lösen die direkte Bremse. Das war auch ein neuer Sound, ne? So, und auf geht's. Also ich bin ja ein großer Freund jetzt davon, von diesem PZB-Prüflauf und dem LZB-Prüflauf. Ist jetzt im Grunde genommen eines der neuen Updates. Das ist jetzt neu Teil. Machen wir das Fenster auf. Dann hören wir noch ein bisschen mehr. Und wir sind jetzt im Expert-Fahrplan unterwegs. Der Expert-Fahrplan hat in diesem Sinne als Fahrplanfahrten keinen großen Unterschied. Der Unterschied ist halt eben der, dass wir jetzt mittlerweile den Steuerwagen einsetzen können. Und im Expert-Fahrplan ist auch, wo ich sehe gerade die. Be Die Bewölkung ist wieder verschwunden durch den Fotomodus. Eigentlich hatten wir Bewölkung drin gehabt. Genau, im Expert-Fahrplan ist auch dann die Baureihe 411 der ICET statt der 406 im Fahrplan zu sehen und zu fahren.
Ich glaube, im Originalfahrplan hat sich daran nichts geändert, aber eben im besagten Expert-Fahrplan. So, 60 sind erlaubt. Wir schalten ab. Ab hier die 60. Sie fasst natürlich auch an beim Expert-Steuerwagen. Und hinten dran haben wir die 101. Auch schön, diese Geräusche. Oh, Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Immer noch einer, also mein persönliches Lieblingsfahrzeug im TSW. So, ein bisschen Leistung können wir wieder aufschalten. Hallo, einmal den Kollegen gegrüßt. Und die Leistung wieder runtergenommen. Leistung raus. Achso, Moment, wir dürfen 80 fahren. Ja, dann machen wir das doch. Nächster Halt ist Dresden-Neustadt in 2 Kilometern. Sind leider jetzt schon zu spät, aber ja, das wird es, ne? So, Leistung wieder abgeschaltet. Und auf 0 gesetzt. Wir lassen rollen. Und sind jetzt gleich wieder auf meinem Lieblingsteil unterwegs. Natürlich das immer in der Außenansicht. Wie soll es auch anders sein? Ich hoffe nur, dass die Brücke nicht einstürzt. Die Brücken in Dresden sind ja nur so halb zuverlässig. Toll. So, dann Dresden-Neustadt voraus. Wir machen uns bremsbereit. Und bremsen rein. Das ist der Halt für Züge mit einer Länge von 110 Metern. No, ne? Wir müssen noch ein bisschen weiter. Und das ist der Halt für 220 Meter. Okay, wir haben 260 Meter. Das heißt also, wir müssen auch noch ein Stück weiter. Ja, okay, laut Fahrplan, TSW sollen wir sogar bis ganz nach vorne durch. Also vermutlich bis zum Signal ran. Wir gucken mal, ob der Zug am Bahnsteig steht. Ja, das passt soweit. Türen auf. Genau, die Fahrgäste können ein- und aussteigen. Wir sehen auch, die Türen gehen durchaus versetzt auf. Wir sind der IC... Moment mal, habe ich instinktiv 2249 eingegeben? 2249? Und hier steht tatsächlich 2249. Oh mein Gott. Also jetzt mal kurzer kleiner Disclaimer. Ich wusste wirklich nicht, dass der IC 2249 ist. Das war jetzt komplett geraten, weil ich mir dachte, das ist vielleicht eine Zugnummer, die könnte passen. Okay, also das ist ungefähr jetzt gerade der lustigste Zufall, der mir überhaupt im TSW bisher passiert ist. Dass ich einfach die Zugnummer korrekt geraten habe. Das ist ja verrückt. Und ich glaube wohl kaum, dass sich das hier
anpasst, je nachdem, was wir da eingeben im GSMR, oder? Das glaube ich nicht. Also da habe ich wirklich einfach gerade richtig geraten. So, wir machen die Türen zu. Schließvorgang ein. Ja, Schließvorgang eingeleitet. Signal steht auf Fahrt. Wir warten, bis der Bremszylinder leer ist bei 0 bar. Und schalten Leistung auf. Ach schön, die Soundkulisse von 101, toll. Fantastisch. So, wir dürfen ausfahren mit 80 km/h. Wir nehmen die Leistung zurück. Die 80 haben wir nämlich erreicht. Jetzt auch nicht irgendwie unnötig schnell werden. Und ab hier dürfen wir dann 100, sobald wir mit dem Zug an der LF7-Tafel vorbeigefahren sind. Und ab hier sogar 160. So, wir können schon mal aufschalten. Die 100 dürfen wir auf jeden Fall schon mal fahren und dann eigentlich auch direkt schon die 160. Okay, dann einmal Hebel on the table und auf geht's. Ich bin gespannt, ob uns ein Intercity entgegenkommt, ein Steuerwagen und vor allen Dingen, ob uns auch eine 411 entgegenkommt, ein ICET. Das ist auch ein toller Zug, den werden wir auch demnächst wieder fahren. Den ICET, den sind wir ja bisher eigentlich relativ selten gefahren. Klar zu Release von Frankfurt Fulda, aber ansonsten bisher noch nicht so wirklich. Aber der passt ja zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut auch auf Salzburg-Rosenheim. Von daher könnt ihr da gespannt sein. Es wurde sich auch zuletzt Baureihe 111 mit Dostos gewünscht. Auch das können wir demnächst mal wieder machen. Fenster zu. Genau, Baureihe 111 mit Dostos. Auch das etwas, was wir gerne mal wieder machen können. So. Wir wollen jetzt auch nicht zu schnell werden. Sonst kriegen wir noch eine Zwangsbetriebsbremsung. Und das wollen wir natürlich nicht. Da kommt schon der nächste Kollege entgegen. Den grüßen wir einmal. Ansonsten, wie gesagt, der Fahrplan von Dresden-Riesa an sich hat sich nicht groß geändert. Die Services sind die gleichen. Es sind halt eben nur die Fahrzeuge, die ersetzt worden sind. Aber das ist eben keine Sache, die man mal eben so machen kann per Substitution. Wegen des Steuerwagens. Das funktioniert halt eben nicht, sondern da muss der Fahrplan eben neu gebaut werden. Muss halt vor allen Dingen einfach getestet werden, ob das alles auch funktioniert. Und dementsprechend hat das eben auch länger gedauert jetzt mit dem Dresden-Riesa-Fahrplan. Genauso ja wie mit dem Frankfurt-Fulda-Expert-Fahrplan, der ist ja auch mittlerweile da. Aber das ist eben keine Sache, die man
von jetzt auf gleich machen kann. Das ist so eine Sache, da denkt man als Außenstehender, wenn man nichts mit Spielentwicklung zu tun hat, ja, das ist doch einfach nur ein anderer Zug, der eingesetzt werden muss. Alles andere ist doch gleich. Warum ist das nicht sofort da? Aber da steckt halt eben tatsächlich ein ziemlich großer Schwall an Arbeit eben mit drin, die man so als EndnutzerIn gar nicht so genau sieht. Ja, also, dass dann eben alles nochmal getestet werden muss, dass geguckt werden muss, klappt das überall mit den Türen, funktioniert das alles? Und das ist eben nicht trivial. Leider. Es wäre natürlich schön, wenn es einfach so klappen würde. Ich glaube, da würden sich alle drüber freuen. Aber das ist es halt leider nicht. Ich weiß nicht, wofür das A steht. Not sure. Und das ist die Anwendung auf 130. Und ich meine, jetzt kommt hier auch ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt, der mich regelmäßig abschießt, genauso wie der vom Mülheim an der Ruhr. Daher werden wir jetzt mal ganz schnell hier runterbremsen. Okay, das war sogar ein bisschen too much. Aber Hauptsache, wir werden jetzt nicht abgeschossen vom Geschwindigkeitsprüfabschnitt, der genau hier ist. Da. Der hat mich schon häufiger mal abgeschossen. So. Bremse bitte löslich. So, Bremse ist gelöst. Jetzt können wir wieder Leistung aufschalten. Und vielleicht hier auf dieser Überführung, ja, ich wollte gerade ein Foto machen, aber so richtig gepasst hat das jetzt noch nicht. Hier vielleicht. Jawohl, das ist doch ein schönes Foto. Und noch ein Thumbnail. Das braucht man natürlich auch noch. So. Übrigens auch mittlerweile mit dem Intercity-Logo hier vorne dran. Auch das war jetzt mit dem Update praktisch neu. Da gab es ja, also das kann man im TSW-Forum nachlesen, wirklich ein riesiges Update für die 101 und den Steuerwagen. Mit ganz, ganz, ganz vielen neuen Dingen, die dazugekommen sind. Ganz viele Dinge, die gefixt worden sind. Also das Versprechen wurde dann letztlich eingelöst, dass man sich um das Fahrzeug hier kümmert. Und es nicht einfach nur so verstauben lässt, sondern da wirklich im Grunde genommen der Support da weitergeht. Und was wir auch haben mit dem Steuerwagen, ist auch das Suspensions-Update. Nur dass wir da eben entsprechend das Suspensions haben. So, ich glaube, was stand auf der Tafel? 160. Schauen wir mal, was das hat jetzt sagt. Ja, 160, dann auf geht's. Ach, Dresden-Riesa, toll. An dieser Stelle möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz meinen Dank aussprechen für die Leute, die mit dabei waren im DTG-Stream, wo ich ja auch live mit Matt Paddleston im Gespräch war. Das war ein Charity-Stream, wo es, also diese Charity,
Die kümmert sich darum, dass Leute, die körperlich und oder geistig eingeschränkt sind, behindert sind, dass diese Leute dennoch eine Möglichkeit haben, auch mal in den Genuss von Gaming zu kommen und denen dann entsprechend ein individuelles Gaming-Kit zusammengebaut wurde oder wird, das in diesem Sinne accessible ist. So, 140. Sehr schön, 143 kam uns dann entgegen. So, Leistung abschalten und wir gehen runter auf die 140. Genau, ne? Da habe ich auf jeden Fall im Live-Chat die ein oder anderen gesehen, die auch regelmäßig hier bei mir in meinen Livestreams und oder Videos dabei sind und kommentieren. Habe ich mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut, ein paar bekannte Namen zu sehen. Einige haben auch tatsächlich noch sogar was gespendet. Auch das hat mich sehr gefreut, dass da auch meine Community eben stark mit vertreten war, um was Gutes zu tun. Und das freut mich einfach sehr, dass ich da auch wirklich so eine schöne und nette und angenehme Community habe, die offen ist, die bereit ist, auch mal was Gutes zu tun. Und das ist doch, ja, das ist doch einfach wunderschön, das zu sehen. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Also da, wie gesagt, nochmal großes, großes Dankeschön an alle, die dabei waren, die gespendet haben, die mitkommentiert haben. Das hat mich sehr gefreut, dass ich in diesem Sinne nicht in Anführungszeichen alleine war im Stream mit Matt, sondern da auch im Grunde genommen, ich wusste, ich habe meine Community mit im Rücken. Ihr seid auch mit dabei und ja, habt da mit unterstützt. Also nicht, dass ich mich da alleine gefühlt hätte. Ich kenne ja Matt Paddleston tatsächlich persönlich. Ist ein sehr, 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 sehr sympathischer Mann. Auch wirklich ein großer, großer Eisenbahnenthusiast, der meines Erachtens wirklich das Beste für das Spiel möchte. Und der überall sein Herzblut mit drin steckt. Also an dieser Stelle, auch wenn er es jetzt nicht hören wird, auch nochmal ein großes, großes Dankeschön einfach an Matt Paddleston, der im Grunde genommen die gute Seele vom TSW ist. Also nicht nur er alleine, generell das ganze Team. Ich war ja in Chatham. Ich durfte ja mal bei DTG zu Besuch sein. Und das ganze Team, das da mitarbeitet am Transom World, das sind wirklich absolute Enthusiasten. Das sind Leute, die wirklich das Beste wollen. Und da gibt es so ein paar aus der, ja, deutschsprachigen, aber auch aus der englischsprachigen Community, die immer wieder sagen, so ja, die Entwickler von DTG, das sind irgendwie so faule Leute. Nee, Leute, überhaupt gar nicht. Also wirklich, das sind keine faulen Leute. Das sind nicht irgendwelche Leute, denen einfach alles egal ist. Sondern wenn man da weiß, welche Personen dahinter stecken, das sind Leute, die sind 100% dabei mit Herzblut, mit Leidenschaft, mit Enthusiasmus, mit ihrer Zeit und die wollen alle nur das Beste für das Spiel. Es funktioniert nicht immer, dass das Beste bei rumkommt, aus verschiedenen Gründen, aber sagen wir mal so, Faulheit und dass da irgendwie die Leute sich dafür nicht interessieren würden, ist keiner dieser Gründe, der da überhaupt auch nur ansatzweise mit drauf einzahlt. Warum mal irgendwelche Fehler passieren oder auch irgendwelche Produkte nicht dem Qualitätsstandard entsprechen, den wir gerne hätten, sondern das sind dann andere Gründe, die ja mit drauf einzahlen. Aber wirklich das ganze Team dort in Chatham, unfassbar sympathische Leute, die da arbeiten, sehr, sehr, sehr nette Leute, sehr einladende und offene und sehr herzliche Menschen. Und nein, ich sage das hier nicht, weil ich das sagen muss oder weil mir irgendjemand hier die Waffe an der Schläfe hält, sondern das ist wirklich mein ganz persönlicher Eindruck, den ich eben gewonnen habe, den ich hier mit euch gerne teilen möchte. Ne? Und also da gibt es andere, die dann regelmäßig einfach nur so Kritik äußern, berechtigterweise an einigen Stellen, aber auch an vielen Stellen eben unberechtigterweise, einfach nur, weil ein Produkt aus dem Hause DTG kommt. Das sind so diejenigen, vor allen Dingen so alteingefleischte Train Simulator-Spieler sind, wo DTG sich natürlich keinen guten Namen gemacht hat im Train Simulator, weil die DTG-Produkte im Train Simulator, vor allen Dingen die Fahrzeuge, einfach nie auch nur ansatzweise einem Qualitätsstandard entsprochen haben, der irgendwie ein guter ist. Das will ich auch überhaupt gar nicht beschönigen. Ich glaube, das weiß auch DTG sehr wohl, dass deren Fahrzeuge im Train Simulator und auch größtenteils deren Strecken nicht wirklich brauchbar waren, ohne größere Updates von der Community.
Aber das sind so diejenigen, die dann auch sagen, die aus diesem Eindruck heraus auch sofort alles immer schlecht reden müssen, was im Train zum World passiert, nur weil es eben von DTG ist. Und ich finde, da ist eben ein großer Unterschied. Ich finde ehrlicherweise schon die 146, die damals mit der Main-Spessart-Bahn veröffentlicht wurde, vor etlichen Jahren, hat dem Qualitätsanspruch und dem Funktionsumfang entsprochen, was vielleicht so einer Expertline 146 im Train Simulator entsprochen hat. Ne? Und da wird eben von vornherein so ein anderer Qualitätsstandard schon angelegt. Wie gesagt, ich sage nicht, dass alles immer perfekt läuft und dass auch alles wirklich die Qualität hat, aber gerade so, es gibt eben viele Stimmen, gerade in dem deutschsprachigen Eisenbahn-Simulationsforum, dass ich gar nicht groß namentlich hier benennen möchte, aber da sind wirklich so ein paar Leute unterwegs, wo es einfach nur darum geht, auf jede Kleinigkeit einzugehen und die kaputt zu haken. Wo ich mir dann manchmal denke, also wenn man echt keine anderen Probleme hat, okay, ne, aber ja. Gut, gehen wir nicht darauf weiter ein, weil ich wollte mich eigentlich nur in diesem Sinne bedanken für diesen großen Support, den ich auch persönlich eben von meiner Community habe. Und das spüre ich und das lese ich. Ich lese so gut wie alle Kommentare immer. Ich kann nicht auf alle antworten. Gerade bei den Videos, wo dann eben sehr viele Leute kommentieren, fehlt da manchmal einfach die Zeit, auf jeden Kommentar zu antworten. Aber ich lese nahezu alles, was ihr schreibt. Und bin da immer sehr dankbar für entsprechendes Feedback. Und das Allermeiste ist wirklich konstruktiv. Auch das, was dann irgendwie vielleicht negativ ist, ist dennoch konstruktiv formuliert. Und naja, so ein paar gibt es halt immer, die überhaupt gar nicht konstruktiv sein können oder sein wollen. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Die meisten Leute sind wirklich sehr, sehr herzlich hier. Und da ist wirklich einfach nur mein Dank auszusprechen, weil mir das sehr viel Spaß macht, auch eben mit der Community hier zusammen. Ja, weiter ist es jedenfalls nicht mehr bis Riesa. Auch keine Störung. Ist auch klar, weil die Störungssimulation ausgeschaltet haben. Wobei die Störungssimulation in der Lok ist noch an. Das heißt also, die Lok könnte nach wie vor eine Störung noch entwickeln. Also hoffen wir mal, dass wir störungsfrei weiterkommen. Da war eine Geschwindigkeitseinschränkung voraus. Ich wollte jetzt eigentlich in die Außenkamera springen, aber eine Zwangsbremsung möchte ich auch nicht haben. Auch hier konnte man gerade ganz gut nochmal das Suspensions-Update sehen. Ab hier gelten die 130. So, also jetzt wäre es nochmal schön, wenn uns tatsächlich ein Fernverkehrszug noch entgegenkäme. Ich habe das natürlich nicht geplant in diesem Sinne, dass ich weiß, wo uns vielleicht noch ein ICE oder sowas entgegenkommt. Und die 120 angekündigt. Wir machen das mit der elektrischen Bremse. Verschleißfrei. Ja, ein bisschen müssen wir noch. So. Genau, 120 sind auf dem Tacho.
Und ab hier gelten sie. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich vorbei am Chemiewerk fahren. Da ist es auch schon. Schön. Also krass, wie viel da an Infrastruktur noch aufgebaut wurde. Na, wenn wir Glück haben, sehen wir noch eine V60. Aber leider nicht. Die ist vielleicht da drin am Rangieren. Ich zeige das ja ganz kurz auf der Karte hier mal angucken. Na, also weiß ich, Chemieindustrie. Ja. Und da sind wir. Gleich fahren wir an Nünkritz vorbei. Okay, größerer Lag an dieser Stelle. Ah, hat vermutlich gerade was nachgeladen. Weg da! Oh. Mann, 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 die Leute, ne? Schaffen es einfach nicht zu verstehen, dass man hinter der weißen Markierung zu stehen hat. Also wenn ich hier bei mit 160 vorbeigefahren wäre, der Fahrtwind ist nicht zu unterschätzen. Da kann man durchaus auch mal eingesogen werden. Oder zumindest zu Fall gebracht werden. Ja, und dann ist... dann ist Ende Gelände. Dann ist Schicht im Schacht. Dann wird das Licht ausgemacht. Also dann steht der Keller unter Wasser. So, 120... bei am BÜ. Ja. Und vorbei hier am nächsten Bahnsteig. Na, hier, guck mal, die Fahrgäste hier haben es drauf, dass sie hinter der Markierung stehen. Hier in Glaubitz bei Riesa. So, dann haben wir hier eine Neutral Section. Hauptschalter raus. Und Hauptschalter dürfen wir hier wieder reinmachen, sobald die Lok dran vorbeigefahren ist. Was jetzt der Fall ist, also Hauptschalter wieder rein. Und dann noch die Zugsammelschiene aktivieren. Ja, das ist... Ups. So, das hat geklappt. Ich weiß nicht, Zugbeleuchtung nochmal gerne einschalten. Alles andere dürfte soweit weiterhin in Betrieb sein. Noch 4,5 Kilometer bis Riesa. Na gut, wir werden mit so einer Verspätung von 5 bis 8 Minuten vermutlich ankommen. Das ist okay. Dafür konnten wir uns den PZB-Test-Prüflauf angucken. Hier rechts von uns ist auch nochmal ein bisschen was an Güterzügen abgestellt, hier in Röderau. Genau, ja, also hier startet und endet dann manchmal auch der Güterverkehr. Und das war der Strecken... Ja, genau, das ist der Streckenabzweig dahin. Ja.
Sehr schön, das Stellwerk von Röderau. Oh, wir können mal ein bisschen Leistung aufnehmen. Nee, müssen wir gar nicht. Ach, schön. Auch die Beleuchtungsverhältnisse hier gerade. Fantastisch. So. Wir gehen mal ein bisschen mit der elektrischen Bremse rein. Das war die Ankündigung auf 80. Und gucken mal, dass wir unter 85 kommen. Bevor die PZB uns hier zwangsbremst. Das hat geklappt. Und dann haben wir halt zu erwarten. Das halt zeigende Signal steht am Ende des Bahnsteigs von Riesa. Das heißt also, wir können ganz entspannt durchfahren. Ne, also sowas weiß man dann mit Streckenkunde, wo eben dann die entsprechenden Signale stehen. Und Ankündigung auf 20. So, die 20 gelten aber, glaube ich, erst am Ende des Bahnsteigs. Ja, 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 nicht anhalten. Also ein bisschen können wir noch fahren. Hier noch so ein Wasserauffüll, so ein alter Wasserauffüll. Wie nennt man das denn? So eine Art Auffüllstation, ne? Für die Dampfloks früher. Steht da zum Glück immer noch rum. Schön, dass man das beibehalten hat. Hier steht auch noch eine V60 rum. Schön, dass man die immer noch beibehalten hat. Die sind ja teilweise wirklich, ich glaube schon da seit über 50, wenn nicht sogar 60 Jahren zum Teil im Einsatz. Ne? Ich meine, die ältesten V60er sind schon sehr, sehr alt. So, wir können, glaube ich, anhalten. Nee, noch nicht. So, jetzt können wir anhalten. Und halten hier an der Bahnsteigsüberdachung bündig an. Und ziehen die Lokbremse an. Na, okay. Das war jetzt nicht so gut, aber passt schon. So, Türen auf. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Können wir mal ganz kurz gucken, was hier vorne in Riesa noch rumsteht. Hier ist ja manchmal auch so ganz interessantes Zeugs noch abgestellt. Ja, ein bisschen was an Güterverkehr, aber nichts extremst Interessantes. So, genau. Zurück zum Steuerwagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.